Ja, es gibt wieder was zum Anmalen. Ich habe ein Thema gefunden, das sich lohnt, auch grafisch darzustellen, sodass beides zusammenkommt, Klang und Form und optischer Eindruck. Das ist einfach unheimlich hilfreich, damit die Informationen in das Nervensystem kommt und das, worüber ich rede, das betrifft ja alle Schichten, das heißt so den kognitiven Teil, natürlich aber vor allem auch im Nervensystem die Schichten, die Konzepte, die ganz tief im Unterbewusstsein liegen und in den ersten Lebensmonaten angelegt wurden. Und deswegen ist es immer eine gute Sache, das zu kombinieren. Das Thema, um das es heute geht, ist die Traumwelt. Wir leben in einer Traumwelt und das Ausmaß, wie sehr wir träumen, ist uns oder vielen überhaupt nicht bewusst. Wir halten das, was sich in unserem Geist über die Realität legt, für die Realität, für unser Leben. Wenn wir sagen unser Leben, dann ist das für viele Menschen zum größten Teil das, was sich im Geist bewegt und das, was wir Objekten und Ereignissen und Dingen zuordnen. Die Traumwelt kann man auch sagen, sind Projektionen. Ich sage jetzt einfach mal Projektionen. Und ich möchte es einfach ganz vom Anfang bis zum Ende durchgehen. Ich komme dann auch auf Floating nochmal zu sprechen, wie das dann eingesetzt werden kann, um das aufzulösen. Aber fangen wir ganz am Anfang an. Also wir haben ein Kind oder Kinder, die in einer Umgebung mit Eltern aufwachsen. Und Kinder sind offen, die haben in dem Sinne keine Verzerrungen. Das heißt, sie möchten ihre Bedürfnisse leben und auch ihre Entwicklung in die Autonomie. Und in beiden Bewegungen brauchen sie die liebevolle Unterstützung, sprich sichere Bindung. Das heißt, wenn das Kind mit emotionalen Bedürfnissen kommt, dann braucht es ein Gegenüber, was darauf reagiert und das Kind willkommen heißt. Aber eben auch, wenn das Kind sich mehr und mehr abgrenzt und sagt, das will ich nicht oder ich mache das alleine, ja, oder und so weiter. Dass das aber trotzdem nicht dazu führt, dass sich die Eltern innerlich oder äußerlich trennen, sondern dass das Kind auch mit der Wegbewegung immer willkommen ist. Und so bildet sich ein gesundes, stabiles Ich ohne große entwicklungstraumatische Verzerrungen. Jetzt ist es so, die meisten Eltern in der Zeit heute haben selber Belastung mitbekommen, die nicht gelöst sind und das wird natürlich durch den Nachwuchs aktiviert, zwangsläufig. Das Kind kann keine Rücksicht darauf nehmen, das ist weder ein Erwachsener noch ein Therapeut, das heißt, es lebt direkt los und löst ganz automatisch das aus, was bei den Eltern nicht gelöst ist und zwar deswegen, weil es keine Blockaden in Hinsicht von Nähe und Bindung hat. Also wenn das Kind auf die Eltern losgeht, wobei das klingt jetzt ein bisschen komisch, also wenn es eine Zuwendung gibt und da ist irgendwas bei den Eltern mit Nähe nicht gelöst und es kommt, oder eben bei der Abgrenzungsbewegung, und es kommt zu einer Abwehrreaktion im System der Eltern. Und das heißt einfach nur, dass die Eltern entweder bewusst oder eben meistens eher unbewusst automatisiert etwas abwehren müssen in sich, was dadurch ausgelöst wird. Gefühle, die noch nie angeschaut wurden, von Ohnmacht, von Verlassensein, von Überflutung und so weiter. Das heißt, wenn das passiert, dann muss das in den Eltern, also die Eltern, um ihr System stabil zu halten, werden also etwas tun, was zur Trennung führt, nämlich in sich. Und das ist natürlich immer gleichzeitig auch im Außen. Das heißt, es kommt zu einem Trennungsvorgang. Und dieser Trennungsvorgang, das hat letztlich nur drei Möglichkeiten aus der Biologie. Das heißt Angriff, Flucht, Todstellen. Das bedeutet, entweder gibt es eine Gegenreaktion in Richtung des Kindes. Das kann alle möglichen direkten und merkwürdigen indirekten Formen annehmen, wie Aggression, wie Manipulation etc. Das zweite ist Weggehen, also Flucht. Das kann sein, physisch das Kind zu verlassen, es kann sein, nicht mehr mit ihm reden und so weiter. Also eine Wegbewegung, ja, also die Energie wird weggenommen, statt in negativer Form dahin zu richten. Und die dritte Möglichkeit ist Totstellen, das heißt einfach erstarren, ignorieren, so tun, als wäre das Kind nicht da, sich innerlich tot machen.
Das sind die Möglichkeiten, auf die man alle sozusagen Trennungsbewegungen reduzieren kann. Und davon, die finden dann eben statt. So, und dadurch fühlen sich die Eltern wieder stabil, vielleicht weniger lebendig, aber stabil. Und das Kind hat jetzt eben das Problem, dass die Bindung, die es braucht, dass es die nicht erleben kann. Es erlebt also Trennung, entweder in Form von Aggression, in Form von wirklicher Trennung oder in Form von Erstarrung bei den Eltern. In jedem Fall bedeutet das für das Kind ein Nicht-Verbunden-Sein. Auch bei Aggression, ja, ist es ein Nicht-Verbunden-Sein. Ja, das Kind darf nicht so sein, wie es ist. Das geht für ein Kind nicht. Das braucht zwingend für die Entwicklung eine stabile Verbindung. Und wenn das natürlich mal punktuell passiert, ist es ja gar kein Problem, passiert immer. Aber wenn das die Grundbeziehungsstruktur ist, weil die Eltern selber traumatisiert sind, dann muss das Kind etwas grundlegend in sich ausblenden. Bestimmte Bewegungen, Bedürfnisse oder eben Abgrenzung. Für diese Situation gibt es als Kind keine Lösung. Es gibt da nur Pseudolösungen, um das System stabil zu halten, um nicht verrückt zu werden. Ja. Und die Lösung, die das Kind wählt, ist für die Situation immer die beste. Das macht es natürlich auch nicht bewusst, sondern das macht der Organismus. Und das kann wiederum alle möglichen Formen annehmen. Und zwar wieder diese drei. Auf die drei kann man es wieder reduzieren. Entweder das Kind wird aggressiv und es passiert dann irgendwas. Oder es trennt sich. Das heißt, es wird ein Rückzug, entweder innerlich oder äußerlich. Oder noch schlimmer, es muss erstarren. Eine von diesen Varianten wird das Kind wählen. Und wenn diese Erfahrung immer und immer wieder passiert, dann wird eine Beziehungsstruktur etabliert, die eben nicht alles ermöglicht, sondern bestimmte Aspekte ausblenden muss. Und das wird dann zum Grundmuster des Lebens, was sich rund um die Uhr manifestiert, später im Erwachsenen, in jeder Beziehung, in jedem Kontext. Das ist das, was wir unser Leben nennen, diese Grundbeziehungsstruktur. Und die entsteht deswegen, weil als Kind keine Kommunikation darüber an sich stattfinden konnte. Das Kind hat sowieso keinen Metakontext und wenn die Eltern nicht in der Lage sind, Abstand dazu zu haben, das heißt, dann haben sie selber keinen Metakontext und sie selber sind nicht in der Lage, das in irgendeiner Form in einen Dialog mit dem Kind zu bringen oder zu versprachlichen. Das ist einfach Trauer. Und so setzt sich das eben fort. Das heißt, im Kind ist etwas, was nie kommuniziert werden konnte. Und das hat was wiederum nur mit Hinbewegung oder Abgrenzung zu tun. Und der Punkt, der entscheidende Punkt ist wirklich dieses Nicht-Kommunizieren-Können. Es konnte nie kommuniziert werden. Wir konnten mit den Eltern nicht darüber reden. Wir haben es gezeigt, es gab eine Abwehrreaktion. Das heißt, das, was da ist, hatte nie einen Raum, weder in uns noch mit einem Menschen. Und dadurch wird es zu einem Tabu. Das ist das, was ich immer sage. Unser Trauma ist immer ein Tabu, das ist immer ein Kommunikationsproblem. Und das schleppen wir mit uns rum. Und als Erwachsener ist das, was einfach wirklich kurios ist, zu sehen. Unsere ganze Umgebung hat sich dann geändert. Wir sind nicht mehr abhängig von ein paar Menschen. Wir können machen, was wir wollen. Der ganze Planet steht uns zur Verfügung. Aber wir leben immer noch so weiter. Das heißt, das Grundmuster an Beziehungen bleibt konstant und darüber natürlich hat sich der Präfrontalkortex einen ganzen Überbau in seinem Leben gebastelt, um damit klarzukommen. Aber wenn man hinschaut, leben die Menschen immer diese Grundbeziehungsstruktur, die dort angelegt wurde. Und sie kommen nicht auf die Idee, was Neues zu probieren. Das kann auch nicht gehen, weil das ganze Leben in der Wachstumsphase sich um dieses Tabu, um diesen blinden Fleck herum kristallisieren musste. Das heißt, unsere Struktur besteht daraus, genau diesen Teil auszublenden, das eben nicht zu erwähnen, diesen Konflikt nicht anzuholen. Und das ist ein Konflikt. Und als Kind diesen Konflikt und auch als Erwachsener diesen Konflikt ununterbrochen spüren zu müssen, ist unerträglich. Da würden wir ständig dysreguliert sein oder noch schlimmer. Das heißt, die Pseudolösung, die wir gefunden haben, sorgt wenigstens für eine gewisse Art, für ein gewisses Maß an Stabilität. Und das bedeutet wiederum, dass der Konflikt nie ganz ins Bewusstsein tritt und wir eben das nicht kommunizieren. Und oft wissen wir gar nicht, was das ist.
manchmal ahnen wir es und verheimlichen es. In jedem Fall ist es ein Tabu. Etwas, was nie gesprochen und nie gehört wurde. Und das sind keine Ereignisse, sondern das ist das Muster der Beziehung selber, was man sich nicht traut anzusprechen, weil unbewusst geglaubt wird, dann gibt es wieder diese katastrophale Reaktion. Und Projektionen bestehen aus mentalen Strukturen. Und diese Strukturen können, wie gesagt, die können ganz bewusst sein, die können aber auch ganz tief im Unterbewusstsein liegen. In jedem Fall sind es feste Ideen, wie die Beziehung zur Welt ist, wie die Welt in Bezug auf mich ist, wie sie reagiert, das Grundmuster. Und es kann sein, zum Beispiel, wenn ich mein Bedürfnis nach Nähe äußere, werde ich verlassen. Oder es gibt eine aggressive Reaktion. Oder wenn ich mich abgrenze, dann ist der Partner weg. Dann verschwindet mein Gegenüber und lässt mich fallen. Das sind typische solche Muster. Und das sind Projektionen. Und in dieser Welt leben wir. Und das ist eben das Verrückte, dass eben das einen Zusammenhang hat. Das heißt, diese Projektion oder Geschichte, und da geht es nicht um Erlebnisse, sondern die Geschichte darüber, wie Beziehung ist oder wie die Welt ist, und der fehlende Kontakt, das sind Dinge, die sich gegenseitig bedingen. Das bedeutet, dieses Tabu sorgt immer dafür, dass kein echter Kontakt stattfindet, zumindest in diesem Aspekt. Und der fehlende Kontakt sorgt dafür, dass dieser Konflikt, dieses Leiden, dass das permanent sozusagen schwelt und nicht aktiviert werden kann. So, das sind zwei Dinge, die sich gleichzeitig bedingen und das Gesamtgefüge, das Gesamtleidensgefüge aufrechterhalten. Und wir hinterfragen das nicht, wir leben da drin und halten das für unsere Realität. Und das ist immer wieder zu sehen, wie massiv das ist, wie also ausgeprägt diese sogenannte, diese Traumwelt ist. Ja, wir sehen Menschen, es gibt ein paar Sinneseindrücke und sofort springt das System wieder an und erzählt uns dieselbe Geschichte. Es ist aber nicht nur eine Idee, sondern es ist auch tief im Nervensystem, im Körper etwas, was mit Lebensgefahr oder zumindest mit Gefahr verschaltet ist. Weil als Kind ist ein Bindungsabbruch tödlich oder wird zumindest als lebensbedrohlich erlebt. Das heißt, es ist nicht nur diese Struktur im mentalen Raum, sondern auch wirklich etwas, was tief im Nervensystem körperlich mit Leben und Überleben verschaltet wurde. Das bedeutet, wir haben diese Ideen und diese Verschaltung mit Lebensgefahr tief im System drin. Wenn diese Konstellation auftritt, besteht Gefahr und Lebensgefahr. Und das kannst du auch leicht überprüfen, oder das ist in meiner Arbeit natürlich immer zu sehen, wenn Menschen in diesen Bereich kommen, dann reagiert der Körper mit Überlebensreaktionen, zum Beispiel Angst, Zittern, Schwitzen, Panik und so weiter. Und das hat derjenige dann oft nicht mit seinem Verstand unter Kontrolle, weil das aus ganz tiefen Ebenen eben gespeist wird. Aber man kann es aktualisieren. Und das ist genau das, was wir im Floating machen. Wir aktualisieren diese Ideen, die ja nicht mehr mit der Realität zwangsläufig übereinstimmen. Und das machen wir, indem wir den Menschen wirklich begegnen. Wir sind also in der Gruppe und lassen über ein Wochenende oder noch länger die Projektion über andere Menschen sich ganz entfalten. Und da braucht man gar nicht viel Zeit. In einer Gruppe ist sofort die Kindheit wiederhergestellt. Alles, was nicht gelöst ist, alle Konflikte werden sofort suchen sich sofort Projektionsfiguren, das heißt andere Menschen, und der Konflikt wird sozusagen wieder installiert und es schwelt weiter. Und das heißt, der Konflikt wird in Szene gesetzt und das System versucht auf die alte Weise das zu lösen, was nicht klappt. Und was da passiert eben, oder vielmehr was nicht passiert ist, dass wir dann in dieser Situation, in diesem Konflikt wirklich mit dem Menschen in wirklichen Kontakt darüber treten. Das machen wir nicht. Wir reden mit dem und wir machen alles nur das, worum es im Kern geht. Der
Konflikt, der nicht gelöst ist, das Gefühl, was diesem Menschen gegenüber aktiviert ist, was für uns nicht gut ist, worunter wir leiden, dass dieser ganze Kontext wird nicht zur Sprache gebracht. Und da deswegen wird das aufrechterhalten. Deswegen passiert in jeder Gruppe immer dasselbe. Das System sucht sich Projektionsflächen und leidet. Aber das Tabu selber, das, was dort passiert, als Ganzes wird nicht angesprochen. Und die Lösung ist eben, statt den Konflikt versuchen zu lösen, was wir seit der Kindheit machen und bis heute nicht funktioniert hat und nie funktionieren wird, weil es dazu keine Lösung gibt. In der Kindheit war das ein unlösbarer Konflikt. Stattdessen müssen wir den Konflikt als Ganzes kommunizieren, als Gesamtpaket. Statt eine Lösung zu suchen, kommunizieren wir den gesamten Konflikt. Wir erzählen das wie als ein externes Ereignis. Wir berichten darüber. Und das ist das, wo die Lösung hinführt. Dann bekommen wir Abstand, dann kann der andere darauf reagieren und dann geschieht was völlig Neues. Vorher sind wir identifiziert. Wir sind komplett mit der Situation aus der Kindheit identifiziert und merken nicht, dass es andere Möglichkeiten gibt. Was wir also machen, um das aufzulösen, wir lassen das erst entstehen, schauen uns an, mit wem das passiert und dann berichten wir von dem Zustand, den Gefühls- und Körperzuständen, die der Mensch auslöst und dann der entscheidende Punkt ist, wir schauen hin, was wir über diesen Menschen denken. Was genau denken wir über diesen Menschen? Und das hat immer was mit Gefahr zu tun. Das heißt, wir denken immer etwas in Gefahr in Bezug auf Nähe. Ja, also das ist da verschaltet. Jede Projektion bedeutet, wenn mehr Nähe entsteht, auch im Sinne von Abgrenzung, dann gibt es eine Abwehrreaktion des Gegenübers, Kampf, Flucht, Todstellen, die für mich gefährlich oder lebensgefährlich anscheinend immer noch ist. Das ist das, was das System uns dann vorgaukelt. Das sind Projektionen, das ist unsere Traumwelt. Und solange wir mit dem Menschen nicht in den wirklichen Kontakt kommen und tatsächlich echte Informationen bekommen, können wir das nicht auflösen, weil das Nervensystem gar nichts Neues bekommt. Es lebt ja in der Traumwelt. Und jetzt kann es natürlich sein, dass der Mensch, auf den sich unsere Projektion bezieht, dass der wirklich so eine Struktur hat. Das kann ja durchaus sein. Und es ist auch fast immer so, dass die Projektion nicht ein reines Hirngespinst ist, sondern dass in der Struktur des anderen Menschen diese Dinge, diese Strukturen tatsächlich vorhanden sind. Aber der Unterschied zu früher ist, dass selbst wenn das so ist, dass wir heute mit dem Erwachsenenanteil dieses Menschen in einen Dialog darüber treten können. Das heißt, für den Menschen selber, wenn er kommunikationsfähig ist, kann er mit uns darüber reden, über diese möglicherweise ungelösten Konflikte und Bewegungen in sich. Und das ist der entscheidende Punkt. Das ist der Unterschied zur Kindheit. Als Kind war es nicht möglich, weder vom Kind aus gesehen noch von den Eltern aus gesehen, über das, was in den Eltern nicht gelöst ist, was auf die Beziehung einwirkt, in einen Dialog und in eine Lösung zu treten. Und das ist aber das, was zwischen zwei Erwachsenen heute passieren kann. Das heißt, vom Erleben ist es genau wie in der Kindheit, ja, und es ist so intensiv, dass einfach ja, der Mensch hat diese Struktur, bei mir wird es aktiviert, der Körper produziert Symptome, ja, die Ideen kommen, wie der Mensch ist, das ist ein Riesenfilm, der sehr überzeugend wirkt. Aber wenn wir darüber anfangen zu reden, zum Beispiel, ich habe das Gefühl, dass du selber völlig schwach und hilflos bist und mich brauchst und mich ausbeuten möchtest und mich benutzen möchtest für deine Zwecke, wenn ich das dem Menschen sage und der sagt dann vielleicht, du, das stimmt überhaupt nicht, ich stehe voll im Leben, ich habe ganz tolle Beziehungen, ich kann mir alles erfüllen, was ich mir wünsche, dann fällt die Idee sowieso zusammen. Wenn der aber sagt, ja, da hast du recht, es ist auf eine Art und Weise so, ich fühle mich oft so tatsächlich und es kann auch sein, dass so Impulse mal kommen,
Aber ich bin ein Erwachsener, ich kann grundsätzlich mich um mich kümmern, mein Leben hängt nicht von dir ab. Und wir können gemeinsam uns darüber austauschen. Wenn das anspringt, dann sagst du Bescheid und wir gucken, wie wir gemeinsam eine Lösung finden. Das ist ein Beispiel, wie wir dann mit dem erwachsenen Teil über diesen Konflikt in einen Austausch kommen. Und wenn das passiert ist bei den Menschen, allein dieser kurze Dialog, fällt der ganze Albtraum aus der Kindheit wie ein Kartenhaus zusammen. Und dann gibt es in der Regel ganz, ganz tiefe emotionale Bewegungen und Prozesse und eine echte Annäherung der Menschen. Weil derjenige, auf den sich die Projektion bezieht, der hat dasselbe Problem, nur in die andere Richtung. Der hat den anderen Pol ausgelebt. Also der hat sozusagen, seine Überlebensstruktur ist genau entgegengesetzt, aber die Art und Weise ist dieselbe. So, das heißt, es gibt einfach tatsächlich auch eine Anziehung. Und das ist die Anziehung zwischen Kind und Eltern, die früher nicht möglich war, die durch diesen Konflikt bei den Eltern nicht voll durchgelaufen ist. Und jetzt mit dem Austausch eines erwachsenen Menschen wird sozusagen das komplettiert. Und das Interessante dabei ist, dass der Konflikt selber dafür nicht gelöst werden braucht. Beziehungsweise der Austausch darüber ist die Lösung. Das heißt, ich muss nicht erst sagen, wir machen jetzt erstmal ein Jahr Traumatherapie und dann treffen wir uns. Nein, über den Austausch dieser ungelösten Dinge selber entsteht die Nähe. Und damit fallen alle Abwehrsysteme und alle Abwehrreaktionen eben zusammen, weil mir das System signalisieren kann, ich bin in der Lage zu einem Dialog, von mir aus besteht keine Gefahr. Das ist das Kriterium. Jemand, der über seine inneren Prozesse, in seine Zustände in einen Dialog treten kann, der verliert nicht die Kontrolle, der agiert nichts aus. Das heißt, von dem geht gar keine Gefahr aus. Und so heilt das. Und so können wir in wenigen Minuten unsere ganze Kindheit auflösen. Und das ist wirklich nicht übertrieben. Das ist wirklich so, wenn wir das so machen, auf eine sichere, angeleitete, strukturierte Art und Weise. Und es ist immer wieder zu sehen, was das für eine unglaubliche Wirkung hat. Und das Verrückte ist, oder das Schöne ist, dass wenn das einmal stattgefunden hat, das ist etwas, was nicht mehr rückgängig zu machen ist. In dem Moment hat das Nervensystem ein erhöhtes Maß an Nähe und Kontakt erlebt und daran wird sich das Nervensystem immer orientieren in der Zukunft und immer weiter hangeln. Das kann man also nicht mehr verlieren. Das kann man vielleicht ein bisschen aus den Augen verlieren mal, aber diese Insel von Verbindung, die ist nicht mehr aus dem System zu entfernen. Das heißt, durch diesen klitzekleinen Vorgang wird etwas dauerhaft in den Menschen angelegt, woran sie sich weiterentwickeln können und was direkt zum Ziel führt. Das ist der Kern, an den sich unser ganzes Leben dreht, was wir dauernd versuchen. Wir versuchen dauernd diesen Konflikt, dieses Tabu aufzulösen. Und mit dem Ansprechen in einer sicheren Umgebung und einem echten Kontakt mit einem echten Gegenüber kann man das in wenigen Minuten auflösen. So, Teil 2, ich habe jetzt die Kamera ausgemacht, war eigentlich fertig der Vortrag und ich habe nichts angemacht. Das ist, vergessen, war anscheinend doch nicht nötig. Aber was ich malen wollte war, kann es ja nochmal nachholen, also einfach, dass man das Bild vielleicht nochmal hat, dieser Unterschied zwischen dem Teil, der kommunizieren kann und dem Teil, der sozusagen immer noch in einem Konflikt ist. Und das heißt, wenn wir ein Gegenüber haben, dann haben wir, mit dem wir in Kontakt treten können, dann haben wir einfach diese zwei Ebenen. Ja, wir haben den Teil, mit dem ich in einen Dialog treten kann, und wir haben diesen Raum, was derjenige als ungelösten Konflikt erzählt oder erlebt. Ja. Und das bedeutet, wir erleben keine Auswirkungen von diesem Konflikt direkt, also in Form von Ausagieren, sondern wir erleben immer nur, im Idealfall, ja, immer nur Kommunikation darüber. Das heißt, dieser Weg. Wir sind also nie diesem Konflikt dieses Menschen direkt ausgesetzt und müssen leiden, sondern wir erfahren immer Informationen darüber, wie über ein drittes Objekt. Und das ist einfach der wesentliche Unterschied. Und das ging als Kind nicht. Und das ist das, was die Transformation bewirkt. Und wenn uns das klar ist, dass die meisten Menschen als Erwachsene
ja, zumindest immer mehr, je weiter wir uns weiterentwickeln, eben in einen Kontakt treten können, statt auszuagieren, desto mehr ist klar, wie einfach wir das überwinden können. Und dann sind wir in einem echten Kontakt, dann sind wir in einem echten Kontakt mit dem Leben. Und das bedeutet immer, dass diese mentale Aktivität, dass die aufhört. In einem echten Kontakt und Austausch geht die ganze Mentalität zurück. Bis dahin, das erlebt man dann in den Retreats immer, also wir hatten ja vor kurzem das 7-Tage-Osterretreat, wo dann irgendwann es absurd ist, überhaupt noch irgendwas zu sagen. Das wird komplett absurd, weil so viel Verbindung da ist über einen echten Austausch, ja, und zum Schluss nur noch energetisch und in Stille, da machen diese Geschichten überhaupt keinen Sinn mehr. Und das ist einfach ein völlig anderes Leben, ein völlig anderes Leben. Und das ist ein Mysterium und es lohnt sich wirklich dahin zu gucken. Das ist der entscheidende Punkt, dieser Weg. Und wenn wir gucken, ob ein Mensch dazu fähig ist, dann können wir selber unsere Projektionen auflösen.